Meine Funktion ist im Bereich Sales, Vertrieb. Bin ich verantwortlich für alle luftgestützten Lösungen. Darunter fallen natürlich auch die großen strategischen Programme wie das Future Combat Air System, FCAS. FCAS ist unsere Zukunft, nicht nur unsere Zukunft als Hensol, sondern unsere Zukunft auch für die deutsche Luftwaffe, wo es eben geht, sich vorzubereiten auf zukünftige operationelle Herausforderungen und um eben die Luftüberlegenheit auch sicherzustellen für die Zukunft. Es ist eben jetzt nicht nur, dass man diese bemannten Flugzeuge der sechsten Generation und die unbemannten Drohnen verknüpft, sondern es ist ja noch viel größer, viele verschiedene Systeme, viele verschiedene Luftfahrzeuge zu vernetzen. Das geht nicht nur, dass die miteinander sprechen können, sondern es geht auch hin, dass die Sensoren untereinander vernetzt sind und sich ohne dass jemand eingreift, quasi untereinander unterhalten. Aufgesetzt ist das Programm von Frankreich und Deutschland, die die Kooperation vereinbart haben, aber mittlerweile hat sich auch Spanien entschlossen, sich dem Programm anzuschließen. Also wir haben heute ein trinationales Programm, das aber durchaus offen ist natürlich für weitere Partner. Also in Deutschland haben wir hier das sogenannte FCMS-Konsortium gegründet, in der wir mit drei Partnerfirmen, nämlich der ESG, Rode und Schwarz, als auch Deal Defense zusammenarbeiten, um hier unser Wissen und vor allem das Wissen über Schlüsseltechnologien einzubringen für den Bereich vernetzte Sensoreffektorik. Hensold ist optimal aufgestellt, weil unsere Fähigkeiten, die wir erworben haben in der Vergangenheit, als auch gerade durch laufende Projekte, sei es in Radarsystemen, sei es in elektrooptischen Systemen, aber ganz wichtig eben im Bereich der künstlichen Intelligenz, wie kann ich denn durch Sensoren erworbene Daten äh, miteinander kombinieren, wie kann ich das Optimum rausholen, um hier das Bewusstsein zu schaffen für die Situation. Was wir heute sehen in heutigen ähm, Systemen ist, Sie nehmen sogenannte Missionsdaten, die Sie vorher vorbereiten. Da gibt es ganze Abteilungen bei den Luftwaffen, die diese Daten aufbereiten, die dann eingespielt werden in ein Flugzeug, um auf Bedrohungen zu reagieren. Sie wissen zum Beispiel, eine Bodenstation strahlt mit der Frequenz ab. In Zukunft erwarte ich hier, dass eben künstliche Intelligenz hier hilft, diese Bedrohungen näher zu analysieren und zu spezifizieren und dann damit eben wieder dem Luftfahrzeugführer diese Informationen zur Verfügung stellt, sodass dann die Systeme, Selbstschutzsysteme an Bord, auch reagieren können. Meine Vision, die ich habe, ist eben, dass ich in 2040 einen sogenannten, ein, Netz, ein fliegendes Netzwerk habe, wo ich bemannte Plattformen habe, wo ein, ein Pilot, eine Pilotin eben nicht nur die eigene Plattform steuert, sondern noch einen gesamten ähm, Sensorschwarm zum Beispiel dabei hat. Sensorschwarm aber nicht im Sinne, dass sie den steuern muss und aktiv eingreifen muss, sondern das ist eine, ein begleitender Schwarm, der durchaus autonom operiert. Natürlich, wir wissen es im, in unserem Umfeld, autonom heißt, der Mensch hat am Schluss noch die letzte Entscheidungsgewalt. Das möchte ich sehen. Ich möchte sehen, was heute nur auf dem Papier existiert, wo wir heute diskutieren, wie sieht die Welt, wie sieht eine FKS-Welt im Jahr 2040 aus, das möchte ich sehen. Und dann meinen Kindern und Enkelkindern sagen können, ich war beteiligt.